Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem VfL Bochum 1848 und dem 1. FC Kaiserslautern. Endstand 1:0 für den VfL. Ich begrüße die hier anwesenden Medienvertreter genauso herzlich wie unsere Fans und Gäste in den Bereichen der Revier Power Lounge, dem Moritz und in der Fangastro 1848. An meiner Seite die beiden Cheftrainer, Konrad Fünfstück vom FCK und Gert-Jan Verbeek vom VfL. Und wie immer gebührt den Gästen das erste Wort. Herr Fünfstück, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, zunächst mal schönen Abend. Ich denke für uns ein Abend, der sehr enttäuschend ist. Das Ziel im Pokal ist immer, dass du weiterkommst. Das ist uns nicht gelungen hier. Wir haben 1:0 verloren. Ich denke, es war für die Mannschaft sicherlich nach dem Spiel gegen Karlsruhe nicht einfach. Wir haben in Karlsruhe eine schlechte Leistung geboten. Die Jungs waren da auch dementsprechend geknickt über sich selbst und über die Art und Weise. Und dann spielst du 2 Tage später hier bei einem sehr, sehr starken Team aus Bochum, die über sehr viel individuelle Qualität verfügen, gut spielen und zu Recht vorne in der Tabelle stehen. Die Mannschaft hat defensiv wirklich sehr viel investiert, verteidigt, die Räume geschlossen, den Gegner in der Mittelzone empfangen, das, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten sie nicht früh attackieren, sondern wir wollten sie in der Mittelzone empfangen, wollten da die Bälle klauen und wollten dann schnell in die gegnerische Zone eindringen. Das hat man zum Teil erreichen können. Allerdings, und das ist dann das, was auch den Ausschlag gibt, haben wir nach vorne zu wenig Durchschlagskraft erzielen können. Wir haben zu wenig die Bälle festmachen können. Konnten dann nicht entschlossen nachrücken und können dann auch zu wenig Torgefahr ausstrahlen. Dass du dann hier mit einem Eigentor dann auch noch verlierst, passt so ein bisschen zu unserem momentanen Glücksverlauf, der sich jetzt seit Sandhausen fortsetzt. Wir verlieren in Sandhausen nach einem Eigentor. Du verlierst hier mit einem Eigentor und dann ist es natürlich noch umso ärgerlicher. Und am Strich für uns heißt es, die Mannschaft hat heute die Zielvorgabe gehabt, defensiv gut zu stehen und schnell umzuschalten. Das haben sie ansatzweise gut gemacht, aber wir haben kein Tor erzielt. Deswegen unterm Strich geht der Erfolg für Bochum in Ordnung. Ich wünsche Bochum alles Gute für die Zukunft. Und für uns heißt es jetzt, am Freitag gegen Bielefeld wieder aufzustehen und das nächste Spiel anzunehmen. Danke. Vielen Dank für Ihren Kommentar. Gert-Jan, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, für uns war es auch nicht nur wichtig, um eine Runde weiterzukommen, aber auch wieder etwas mehr Vertrauen zu bekommen. Die letzten 2 Spiele waren doch enttäuschend, vor allem das letzte Spiel, die letzte halbe Stunde in Frankfurt. Dann ist man immer gespannt, wie die Mannschaft reagiert. Die Mannschaft ist vielleicht gespannt, wie der Trainer reagiert. Er hat seine Maßnahmen genommen und er hat unter anderem gesagt, die Spiele werden geändert, aber die Spielweise wird nicht geändert. Ja, wir haben geübt gegen Freundschaftsspiele gemacht mit dieselben Spielern. Die wissen, was sie tun müssen. Die kennen ihre Rolle. Und dass man sehen in den Trainer, wie weit ihr seid. Ja, und ich will nur eine Mannschaft sehen, die vorausspielt, der 2x45 Minuten, wenn es nötig ist, 120 Minuten kämpft um einen Sieg. Und ich muss nur sagen, das haben wir sehr gut gemacht von erster Anfang an. Wir wussten, dass der Gegner die Räume schließt, uns aufwarten werden. Ja, das hat der erste Mal auch gut gelungen. War nicht sehr schnell mit 2:0 geführt. Wir sind geduldig gewesen, wir haben immer mehr Risiko genommen, ja, und am Ende das Tor gemacht. Ja, leider nicht das zweite Tor, dann kommt keine Ruhe da. Vor allem nicht, weil man in den letzten Minuten auch noch mit 10 Mann spielen muss. Aber dann sieht man die Bereitschaft, der dann gefehlt hat gegen Frankfurt, die sieht man dann heute. Und dann klingt das 1:0 rauszuholen, ich glaube auch verdient. Ja, und ich kann nur sagen, Komplimente an die Mannschaft.